Hi Leute, ich bin der Bruger und ihr seid hier gelandet bei kurzen Horrorspielen. Wir spielen Self-Indulgence als erstes. Sieht ja schon mal aus wie Träumchen hier. Oh mein Gott. Du musst hart lernen, Sohn. Häng nicht mit den bösen Kindern rum. Was? Du fängst langsam an, spät nach Hause zu kommen. Alter. Was ist das? Lass uns in die Ferien fahren oder in den Urlaub. Was? Redet er mit dem brennenden Ba... Hi, können Sie mir bitte sagen, wo der Ozean ist? Ich bin durstig. Was zum Geier? Da lang. Danke. Du willst doch nicht jetzt Ozeanwasser. Das kann man nicht trinken. Alter, was war das für ein Geräusch? Was ist das für ein Spiel? Mein Sohn, sing! Oh mein Gott, es ist Walking... Es ist Panzersteuerung aus der Hölle. Boah, ich kann aufs Bett laufen. Und ich kann sprinten, geil. Ein Haken. Das... Oh Gott, das sprengt gerade meine Kapazitäten, was ich verkraften kann an Spielen. Oh, ja, ich habe leider keinen Code. Mein Hirn kann das gerade nicht verarbeiten, was hier geschehen ist gerade. Irgendwas ist da unten. Okay. Ich weiß halt gar nicht, wie ich was benutzen kann oder so. Ich meine, ich habe den Haken, ist gut. Oh, da sitzt jemand. Ein Videotape-Player. Vor allem seine Fresse ist das Allerbeste daran. Oh mein Gott, ey. Jetzt ist er weg, der hier saß. Haare. Alter, was habe ich denn da ausgegraben? Was? Drücke E, um auf die nächste Seite zu gehen. Du kannst Dinge in deinem Inventar kombinieren. Du kannst dieses Dokument wieder lesen in deinen Files und ich wache immer über dich. Ach, mit I. Alter, komm mal die Fresse. Komm, beide, jetzt habe ich einen Wirehook. Wirehook can use to hook stuff. Da sind Augen, die mich verfolgen. Ist das so ein ganz harter Trip gerade? Ich habe noch die LSD genommen, aber ich glaube, so kann ich es mir vorstellen. Willst du den Wirehook nutzen? Ja. Ist das... Nee, hat man da so krasse Halluzinationen? Ich weiß es nicht. Willst du das Tape? Ja. Was ist das? 1, 7, oh warte, 1, 7, ich dachte, da gibt es noch mehr Text. 1, 7, 6, 4, ja, 1, 7, 6, 4. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe, ein Schlüssel. Sieht gar nicht aus wie ein Schlüssel. Oh mein Gott, dieses Spiel. Die Animationen vor allem, die sind die besten, die ich je gesehen habe. Was der Schlüssel benutzt. Kamerafahrt. Was machen Sie denn hier? Ich hatte alles, was ich brauchte, um in meinem Leben vorwärts zu kommen. Eine, ja, unterstützende und reiche Eltern, Geld. Wohlhabende Eltern, Geld und Gesundheit. Das ist nicht dasselbe. Ich habe mich entschieden, anzuhalten und zu bleiben. Da ist er weg. Da liegt eine Taschenlampe. Oh mein Gott, Leute, was ist das für ein Spiel, verdammt? Sings Taschenlampe, ich muss mich beeilen. Nimm sie doch mit. Was? Der krabbelt gerade wie so eine Spinne an den Kisten entlang. Der hat's Knarre. Kann ich denn die Knarre jetzt nutzen? Oh, nicht mit Caps Lock. Mit Q. Oh, ich habe einen Quick Turn mit Q. Ich kann mit der Maus hier auch noch spielen. Geil. Okay, also Rechtsklick ist auf jeden Fall die Waffe hochheben.
Was war das? Ist das Sing? Sing? Nein, der war gerade hier unten. Oh Gott. Was für... Hä? Hey, wo bist du? Oder wer bist du? Nicht who? Ja, who are you? Ich war gerade... Das Spiel verwirrt mich einfach. Was passiert? Jemand hat mir auf den Kopf gehauen. Warte, was? Die Waffe von Dad ist weg. Oh, toll. Warum bin ich so klein auf einmal? Dass die Tür entriegelt. You need to be older. Du musst älter sein. 16 oder 20 steht da. Was ist das hier? Du musst älter sein. Kabel da wieder weg. Hä? Da ist die Knarre wieder. Yes. Yes. Hat aber keinen Schuss. Ah, verdammt. Was ist das hier? Willst du runterklettern? Ja, komm. Jetzt auch alles egal mittlerweile, glaube ich. Ah! Der läuft, ey. Als wäre die Hüfte kaputt oder so. Oder Glasknochen. Der watschelt so ein bisschen. Ich bin total fasziniert. Wir. Also allein die Idee, sowas zu machen, finde ich schon grandios. Hi, Fleischmann. Was ist das? 9mm Munition. Wie viel habe ich denn jetzt? 15, geil. Ey, was machen Sie da? Was? Du kannst mit rechts zielen und mit links attackieren. Du kannst die Waffe nachladen. Oder aus dem Inventar oder, ja, wenn du Munition hast für die Waffe. Ist das eine Rolltreppe? Bist du runter? Ja. Natürlich. Wo denn sonst? Oh, das sieht creepy aus. Wenn Rolltreppen so aussehen würden, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Schiss davor. Silent Hill! Self-Indulgence. Geht's jetzt erst los? Das wäre ja der Wahnsinn. Hier werden immer. Ich komme vor wie Alice im Trippy Land hier gerade. Bin ich in einem Convenience Store oder was? Ich habe übrigens immer noch kein Internet. Ich muss das alles so ein bisschen überbrücken jetzt. Indem ich einfach Sachen aufnehme, die nicht von Steam abhängig sind oder generell Cloud-Saves haben. Alter. Ey, Kumpel. Bitte bring mir Wasser. Ich nehme mir erstmal die Munition mit. Danke. Alter, da sitzt die Spinne. Eine Puppe vor dir. Also eine Puppe ist empfindlich gegen Licht. Sie wird aufhören, sich zu bewegen, wenn Licht auf sie leuchtet. Wenn die Puppe komplett mit der Wand verschmilzt, wirst du gestunt. Töte die Puppe, bevor sie verschmilzt oder bevor sie abtaucht. Du kannst die Taschenlampe aus dem Inventar ausrüsten. Lass mal sehen, ob du das hier reflektieren kannst. Hä? Oh oh. Was? Nein!
What the fuck? Hab Schaden bekommen? Aber ich treffe ihn nicht. Ich habe ihn durch diese andere blöde Puppe nicht getroffen, oder Zombie. Was zum Teufel? Sing Skandi. Was? Das ist meine Schülerkarte. Warum ist die hier? Oder mein Schülerausweis. Ich dachte, das wäre sein Sohn. Oh mein Gott. Das ist so wir. Du hast die Tür mit dem Schlüssel entriegelt. Ja, oh Gott. Ich hab's voll drauf hier. Warum sitzt da einer? Warum? Was machen Sie da? Haben Sie meinen Sohn gesehen? Er ist ein junger, energetischer und extrovertierter Junge. Das ist besser als dieses Haus. Ich liebe es. Was? Hallo? Hehe. Er scheint abgelenkt zu sein. Oh, ich kann es nicht verarbeiten gerade. Okay. Sing. Nein, der fährt nach unten. Oh nein. Hallo? Oh nein, ich werde gestunt. Door is locked. Oh shit, 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 shit. Warum kann ich die alle nicht töten? Warum kann ich die... Alter, warum sind das so viele? Ich komm nicht mehr weg. Er ist tot. Er hat das Wasser aus dem Ozean getrunken. Das ist zu salzig, Mann. Haben die Römer für reingeschissen. Ist das unser Sohn? Nee. Ja. Wir waren jetzt über so einen random Stranger. Also ich find's okay. Kann man mal machen. Ich hasse Klopfgeräusche. The time used to carry me. Die Zeit hat mich getragen. Dann war ich es, der die Zeit getragen hat. Jetzt bin ich eins mit der Zeit. Als nächstes kommt das Slaughterhouse. Ich bin immer noch ein bisschen gestört von dem Spiel eben. Meine Güte, was war das? Das Lustige ist, die Excel-Datei heißt Me and Papa von dem Spiel, obwohl es das Slaughterhouse ist. Oh, oh, oh. Stamina. Ich hab Stamina. Er sieht richtig gut aus. Ich mag das. Der Look gefällt mir. Müsst die Maus echt langsam... Geht es mit Gamepad? Nee. Müsst die Maus echt langsam bewegen. Wir sind einfach rein teleportiert worden. Ew. Sind das Würste oder Gedärm? Warum sind wir überhaupt hier?
Das ist eine Leiche? Man kann es echt schlecht erkennen. Okay. Sind wir der Killer oder was ist hier los? Toilette. Was mache ich denn hier überhaupt? Legt der Taschenlampe? Okay, so ist es vielleicht was in den Spinden hier. What the hell? Was ist das denn hier? Ein Schlüssel. Hier da Musik? Ich wusste es. Ich kannte das Lied. I don't want to set the world. I have but one desire. Okay, das ist eine Aufzeichnung. Alles leer hier. Oh, man sieht halt so wenig. Hier ist der Durchbruch wieder. In my heart I have just one desire. Da 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 da. My only ambition. Okay. Ich kenne den Text nicht, deswegen. Schwarze Messer oder was? Geil. Mach ich gleich mal mit hier. Schlüssel. I don't want to set the world. On fire. Ich darf doch nicht zu lang bleiben. Alles abgeschlossen. Da komme ich auch nicht mehr. Oh shit. Hi. Nein. Nope. So, und jetzt? Alle Türen sind abgeschlossen. Was mache ich denn jetzt? Es geht. Oh, warte mal, die ist auf. Brecheisen. Jetzt kann ich die Bretter wegstemmen, wahrscheinlich. Ich hab. Ja, gut, ich habe das Geräusch nicht identifiziert als Aufschließen. Ich hoffe nicht, ich muss das rausschneiden übrigens, weil das ist ein lizenzrechtlich geschütztes Lied, das weiß ich. Hatte ich mich bei Fallout das Problem? Bei Fallout 3? Oh, ich habe keine Stamina mehr. I got Stamina. Okay. Warte noch ein bisschen, vielleicht muss ich gleich wegrennen und dann... Wäre es nicht so toll, keine Stamina zu haben. Eieieiei. Videokamera! La 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 la! Ich geh mal. Was ist los jetzt? Okay. Das nächste Spiel ist The Earl Street Massacre.
Willst du ein neues Spiel starten? Ja, ich habe noch nicht angefangen. Alles gut. Hört sich ja schon mal nach einem sehr unterhaltsamen Ding an. Also bestimmt voller Freude und schönen Sachen. Endlich! Ich bin zu Hause. Diese Typen sind richtig übel. Sie haben mir die ganze Arbeit aufgehalst und ich dachte, ich hätte schon wieder über Nacht bleiben müssen. Ach, egal, ich bin zu müde. Ich nehme eine Dusche und vielleicht sehe ich mir danach einen Film an. Das ist unser Schlafzimmer. Ist leider an einem recht kleinen Fenster. Man kann es nicht wirklich schön einstellen, die Auflösung, aber für euch ist das hier kein Unterschied. Ah, da ist die Dusche. Ich bin so müde. Ach, sie haben mich heute wirklich keine Pause machen lassen. Meine Klamotten sind auch total dreckig. Ich sollte sie erst in die Waschmaschine werfen. Hat er wahrscheinlich nur ein paar Klamotten, ein Set, und deswegen muss er die immer waschen, bevor er sie am nächsten Tag wieder anzieht. Ist wichtig. Ich frage mich, wo Anna ist. Normalerweise ist sie um die Zeit immer zu Hause. Ja, vielleicht ist ihr Bus schon wieder spät. Ich versuche sie später anzurufen. Oh, ich werde langsam hungrig. Ich habe immer noch nichts gegessen seit dem Frühstück. Vielleicht sind irgendwo noch Überreste im Kühlschrank, die ich essen kann. Oh, ich kann es nicht abwarten, endlich auf der Couch zu crashen. Ich habe auch gerade voll Hunger, merke ich. So, warte mal, wo ist denn die Küche? Keller haben sie auch noch. Ah. Oha. Aber sonst auch nichts, außer die Äste. Und jetzt lässt er nicht mal seiner Freundin was, oder wie? Oder seiner Frau? Ich wette, sie ist schon längst tot und liegt irgendwo im Keller oder so. Was? Ist da gerade was explodiert? Habe ich gerade die Mikrowelle geschrottet? Und mich damit auch? Es gibt da unten keinen Strom. Es ist gefährlich, in der Dunkelheit in den Keller zu gehen. So, und jetzt? Wie kann ich das essen? Auf der Couch. War das? Nicht mal ein Couchtisch. Oh, er guckt Katzen. Meine Lieblingsshow. Es ist schade, dass Anna noch nicht zu Hause ist. Katzen! Kein Wunder, dass es seine Lieblingsshow ist, ne? Ja. Was sind das für Sounds die ganze Zeit? Die Horrorkatzen, so wie es aussieht. Ich habe alles, okay, ich würde sagen, alles inklusive Teller gegessen. Kann ich aufstehen? Jemand ist an der Tür? Frag mich, wer es um die Uhrzeit noch klingelt. Oh, die Katzen. Er guckt sich einfach nur Katzenvideos an. Verdammt, diese dummen Kinder machen schon wieder Klingelstreiche um diese Uhrzeit. Ich kann nicht glauben, dass ich deswegen aufgestanden bin. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Was zur Hölle? Das ist doch ein Scherz, oder? Ist die Warhanging Machine? Hat die Waschmaschine schon wieder den Schaltkasten, also die Sicherung rausgehauen? Es ist so dunkel, in der Küche sollte eine Taschenlampe sein. Ich hoffe, die Batterien sind noch in Ordnung. Ich sehe nichts. Aha. Da ist er. Da bist du ja. Mal sehen, ob du noch funktionierst. Ugh. Ich hasse es, dass ich in den dummen Keller gehen muss. Ich finde ihn aus irgendeinem Grund immer wieder gruselig. Boah, die Taschenlampe ist auch nicht gerade hell, ne?
Gut, dass ich einen schwarzen Desktop-Hintergrund habe, sonst würde ich jetzt gar nichts sehen. Okay. Oh mein Gott, Anna! Nein, 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 nein! Das kann nicht passiert sein. Sie ist tot. Ich muss Hilfe holen jetzt. Ich hab doch gesagt, sie ist tot. Alter, da sind schon die ganzen Fliegen. Da liegt ein Messer. Du bist doch mit. Was zur? Verdammt! Was zur Hölle war das? Ich kann hier nicht bleiben, ich muss mich irgendwo verstecken. Fuck, wo zur Hölle soll ich mich denn verstecken hier drin? Im Schrank. Er kann sich nicht im Schrank verstecken. Im Kühlschrank auch nicht. Ja, wo denn? Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ich komme nirgendwo hin. Vor allem mit der Taschenlampe an, weißt du? Was? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Ich gehe lieber nicht weiter. Ach, unter Tisch. Ich sehe halt nichts, ne? Es ist viel zu dunkel. Ich sehe halt nichts, gar nichts. Da war ganz kurz was. Oh, das sind die Beine. Oder? Ja, man sieht's halt. Das ist meine Chance. Jetzt muss ich schnell wegrennen. Komm schon, öffne dich. Geh auf, verdammt. Scheiße. Nein, 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 nein. Jetzt geh schon auf. Was machst du da? Wehr dich doch, die Tür ist da abgeschlossen, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Der wartet einfach, bis er geschnappt wird. Du Vollidiot. Alter, es ist so dunkel, ne? Man sieht halt kaum was.
Cool. So, kommen wir dann schon zum letzten Spiel. Hibernation, also Winterschlaf. Ich habe leider nicht so viele Spiele gerade, deswegen ist ein bisschen knapp. Auf jeden Fall spielen wir jetzt, zack, so. Music Models ist schön. Warte mal, was? Okay, das. Der Cursor passt nicht so ganz. Okay, das ist. Bisschen seltsam, aber Hauptsache man kann es spielen. So. Winterschlaf. Wissen Sie, wer mich getötet hat? 20.000 Dollar Belohnung. Lucy Price. Ja. Alter, ich. Oh, diese alten VHS-Dinger oder diese alten Fernsehsignale. Was alles schön analog war, das ist so creepy. Ich hab's immer gehasst, zu dieser Stadt zurückzukommen. Aber ich will das Geld. Hast du sie vielleicht entführt? Ich denke, ich muss Beweise finden über diesen Fall, wenn ich das Geld haben will. Ach so, du denkst jetzt, du findest Beweise, nur weil du herkommst und das Geld brauchst. Cool, da wünsche ich dir ja viel Erfolg dabei, wenn es dir nur um das Geld geht und nicht um die Frau. Ich habe direkt hier vorne geparkt am Weg. Glaube, wir haben keinen Erfolg jetzt gerade. Was? Ist mit Ketten gesichert. Ich brauche Boltcutter, wenn ich da weiterkommen will. Willst du mich verarschen? Du willst einfach bei Leuten die Tür aufbrechen jetzt. Aber eine kleine Kirche. Verschlossen. Ich denke, ich kann den Schlüssel im Price-Haus finden. Wow, das sind die Boltcutters. Also kennt er sich hier offensichtlich aus, ja? Steht jemand. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Ach, da kann ich direkt rein. Beweise gesammelt 0 von 4. Lucy redet schon wieder Unsinn. Irgendwas darüber, dass sie die Stadt für immer verlassen will. Wie kann sie nur? Wir waren schon unser ganzes Leben lang hier und sie wird einfach nur. Ja, ihre Geschichte und die unserer Kirche wegwerfen. Vielleicht wird es helfen, wenn ich sie öfter dorthin schicke. Es muss einen Weg geben, sie zu überzeugen zu bleiben. Oh, das war kein Beweisstück. Na, Katze. Was? Beweis Nummer 1. Leere Bierflaschen. Es gibt viele Bierflaschen, die hier im Haus rumstehen. Ich kann das nutzen. Um festzustellen, dass die Price-Familie schwere Trinker waren. Wahrscheinlich gibt es einen Einfluss zwischen den, ja, der Spannung. Also das hat wahrscheinlich einen Einfluss oder zu tun mit der Spannung der Eltern und der Tochter untereinander. Schwere Trinker, weil da ein paar Bierflaschen rumstehen. 3 Stück. Ich verstehe. Du bist der beste Privatdetektiv. Wo gibt? Was ist das hinter dir? Ah! Es war ein bisschen lang für einen Jumpscare, dass der noch. Aha, Achtung, was er jetzt für grandiose Rückschlüsse zieht. Beweis Nummer 2, die Bibel. Verschiedene religiöse Bücher hier im Haus. Ich kann damit behaupten, dass Religion ein Faktor war, warum die Price-Familie öfter in die Kirche gegangen ist. Vielleicht hat Religion die Familie beeinflusst, ihre Tochter zu töten. Alter. Guck mal, da geht's einfach ohne Tür hinten in den Hof oder in den Garten. Ich habe keine Taschenlampe. Lucy Price, unsere liebe Tochter. Ich hab's schon gelöst, das Geheimnis. Ist das euer Ernst? Beweismittel Nummer 3, das Grab.
Da ist ein einsames Grab hinten im Hinterhof. Ich kann da wohl behaupten, dass sie ihre Tochter aus Schuld begraben haben für das, was sie mit ihr getan haben. Ich weiß, hier ist kein Körper, aber niemand sonst muss das wissen. Ja. Ist da jemand? Wow, da sitzt jemand, aber ich will erstmal. Lucy ist weg, unsere Tochter ist weg. Die Polizei sagt, sie wird vermisst. Aber wir beide wissen, dass sie nicht nach Hause kommt. Sie ist weg. Unsere Kirche sagt, dass sie überzeugen können und sehen nur, was jetzt verdammt nochmal passiert ist. Ich habe den Schlüssel zu dem Ort in den Müll der Nachbarn geworfen, aus Wut heraus. Ich glaube, Gott kann uns nicht mehr helfen. Wir haben versagt. Wer hat dann bitte die Belohnung ausgesetzt, wenn nicht die Eltern? Wer ist das denn? Beweismittel 4, eine Leiche. Es ist jetzt auch alles egal. Die Leiche von Mr. Price in dem Hinterhof. Sieht aus, als wäre sie, hätte sich mit Pillen getötet, überdosiert. Ich kann sagen, dass er sich aus Schuld getötet hat, dafür, dass er seine Frau ermordet hat. Und hat sein eigenes Leben genommen. Schande. Wie gesagt, mittlerweile ist mir auch alles egal jetzt hier in dem Spiel. Ist mir alles total egal. Guck mal, die haben eine Küche und Wohnzimmer, aber kein Schlafzimmer, kein Badezimmer. Das beste Haus der Welt. Ach, und eine kleine Bücherei haben sie hinten. So. Ich dachte, das wäre kurz eine Sequenz, oder das lädt noch, aber... Ja, der Schlüssel muss immer noch im Müll sein. Da ist der Müll. Das ging aber schnell. Warum er... Ich verstehe nicht, warum... Warum hat er den Schlüssel? Ach komm, da liegt doch was. Was ist mit der Frau eigentlich? Ist die auch tot? Da geht denn der Spaß? Ja, ich guck mal ganz kurz, ob hier noch was ist. Ansonsten ist es vielleicht auch gleich vorbei. Okay, ich kann hier nicht weitergehen. Sehr gut. Hat sich das erledigt. So, so. Da ist nicht mal ein hinten Zimmer für den Pickup-Key. Warte mal. In einem Augenblick... Während des letzten Trumpfes. Für den Trumpf... Nee, was? Die Trompete soll erschallen. Und die Toten sollen auferstehen. Und wir sollen geändert werden. Unser Herr wird wiederkehren. Dafür braucht er ein Gefäß. Die ansässige Jungfrau wird in den Winterschlaf gehen. Auf seine Rückkehr warten. In den Eingeweiden der Kirche. Ach so. Na dann, ist sie der Körper, den Jesus braucht? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Alter, wo bin ich? Es regnet Blut. Ohne Spaß, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Eine Luke. Alter, ist das doch... 5 von 4 Beweisen habe ich, sehr gut. Warum habe ich denn keine Taschenlampe? Es ist so dunkel, Mann. Oh, es ist wieder eins dieser Spiele. Grinst. Beweis Nummer 5. Wie gesagt, irgendwann ist auch alles egal. Lucy Price. Lucy Price ist tot. Aber sie freut sich. Also warum nicht?
Ich habe selbst erlebt. Oder ich habe selbst die Tat vollbracht. Ich habe das Richtige getan. Der Tag der Erzückung oder Verzückung wird bald folgen. Nur durch den Winterschlaf wird unser Herr wieder zu uns zurückkehren. Guck mal, das Gesicht verändert sich. Er wird über dieser Stadt stehen und die Trompeten werden seine Töne spielen. Ich habe das Richtige getan. Weil er ist der König. Alle Beweise gesammelt. Gut gemacht. Bestes Spiel von allen. Fallauflösung. Nachdem ein lokaler Detektiv im Haus der Familie Price untersucht hat, hat er gemerkt, dass die Spannung der Familie wuchs und Lucy wurde von ihren Eltern umgebracht. Der Detective, ihm wurden $10,000 Belohnung ausgezahlt von Lucys Verwandten für seine unschöne Entdeckung. Mehr dazu um 6 Uhr wahrscheinlich. Ja. Danke sehr, dass du mein Spiel gespielt hast. Na gut. Leute, das war's. Alter, was... Ich komme nicht drauf klar. Ja, das war ein kurzer Horrorspiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und jetzt lese ich noch die Leute vor, die mich monatlich unter anderem finanziell supporten. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Ragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Niniping, Opa Geil, Pupo Fischbub, Reik Poretzky, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Surly Solotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.